Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch mal wieder, was ich alles bei DM geshoppt habe. Es ist eine volle Tüte geworden. Es ist kein super duper mega XXL Haul, aber es sind bestimmt 15, 20 Teile und dazu ein relativ hoher Wert, denn ich habe was richtig Cooles, Neues für mich entdeckt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, ob ihr Erfahrungen damit habt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ich habe natürlich eine bunt gemischte Tüte aus dem Bereich Food, Lifestyle, bisschen Fashion. Naja, so kann man es eigentlich nicht bezeichnen, aber ihr werdet schon sehen. Ich zeige euch jetzt, was ich hier in diesem Beutel habe. Der ist übrigens wiederverwendbar. Der war mal in der My Little Box drin. Ich liebe den zum Einkaufen, weil der so richtig schön groß ist. Da passen auch leere Flaschen rein. Und immer wenn ich den am Start habe, nehme ich den auch manchmal direkt mit in den DM. Dann brauche ich mir nichts Neues kaufen. Und wenn ihr nämlich generell so Lust habt, auch solche Täschchen und solche coolen Sachen zu bekommen, dann schaut auch gerne mal bei meinen Beauty-Box-Unboxing-Videos vorbei. Gerade die My Little Box hat meistens immer so ein paar coole Accessoires, aber ich öffne auch ganz, ganz viele andere Beauty-Boxen. Da kann man sich einfach jeden Monat überraschen lassen. Und in dem Zusammenhang habe ich mir auch gedacht, dass ich in diesem Video eine kleine Verlosung machen werde. Ich werde euch eine Mystery-Beauty-Box zusammenstellen im Wert von mindestens 100 Euro. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar, gerne mit dem Hashtag Mystery und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich mache das so bunt gemischt, Pflege, Make-up, alles neue Produkte. So, und bevor wir jetzt starten, kurz noch eine kleine Ankündigung. Dieses Video ist netterweise in Kooperation mit Armed Angels entstanden und da freue ich mich ganz besonders drüber. Ich habe schon mehrfach mit denen kooperiert. Das ist ein nachhaltiges Fashion-Label aus Köln. Die haben super tolle Jeans, die liebe ich wirklich sehr. Ich habe euch schon Shorts gezeigt und jetzt sind Kleider am Start, denn die brauchen wir natürlich auch im Sommer. Und das Teil, was ich anhabe, zeige ich euch auch gleich ganz in Ruhe. Ich habe einen schönen Rabattcode für euch, damit könnt ihr 15% sparen. Aber ich würde vorschlagen, wir starten erstmal mit den DM-Produkten und dann zeige ich euch zwischendrin mal ein bisschen was von diesem Kleid. So ihr Lieben, dann starten wir mal mit einer Sache, die das ganze Jahr über nicht fehlen darf. Denn ich habe ja letztens wirklich mit dem Backen angefangen, Sauerteigbrot und das volle Programm. Und vor allen Dingen habe ich mein Pizza-Game ein bisschen perfektioniert. Und es gibt fast jedes Wochenende Pizza. Nicht nur einen Tag, sondern häufig auch zwei, weil ich dann immer mehr Teig mache und ich probiere immer was Neues aus. Und deswegen habe ich mich mega gefreut, dass es bei DM jetzt auch Pizzamehl gibt. Allerdings ist dieses Mehl mit Hartweizengrieß. Und das ist eigentlich nicht klassisch in der Pizza-Herstellung. Da nehme ich normalerweise immer so ein Zero-Zero-Mehl von Caputo zum Beispiel. Das Problem ist nur jetzt, wahrscheinlich jetzt wegen der ganzen wirtschaftlichen Lage, kann ich aktuell dieses Caputo-Mehl nur noch mit 20 Kilo kaufen. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Ich habe mir genau vor einem Jahr 10 Kilo über Amazon bestellt, Caputo-Mehl aus Italien. Und das hat auch genau ein Jahr gereicht, weil ich auch noch andere Mehle dazu verwendet habe, ne? Aber jetzt geht nur noch so 20 Kilo. Und das ist mir ehrlich gesagt zu viel, weil die Mehlsorten, die halten immer nur ein Jahr. Deswegen habe ich mich jetzt mega gefreut, dass ich Pizzamehl im DM gefunden habe. Es ist zwar mit Hartweizengrieß, aber hier sind nur 20% davon drin. Und eventuell ist das ja auch eine gute Möglichkeit. Also man kann damit auf jeden Fall auch Nudelteig herstellen. Das ist auch kein Problem. Ich probiere das aus und ich update euch, ob das cool geworden ist oder nicht. Ich habe es noch nicht gemacht. Die haben ganz viele unterschiedliche Italien-thematische Food-Produkte, auch getrocknete Tomaten und so ein Kram. Also richtig cool. Ich kann euch auch sehr zum Beispiel die Nudeln von Rummo empfehlen. Die gibt es dort auch in Vollkorn. Schmecken super genial, sind ein bisschen gesünder. Diese Linguini, die habe ich hier immer auf Vorrat und die mache ich also auch mindestens einmal die Woche. So ihr Lieben, das war's zum Thema Food. Also habe ich mich schon mal mega gefreut, weil das einfach mal was anderes ist. Dann zeige ich euch vielleicht jetzt mal direkt mein Kleid. Ich weiß, viele von euch fragen auch immer, was hast du denn an? Ich soll mal meine Klamotten verlinken und so. Und ich vergesse das auch häufig. Und häufig sind meine Sachen auch was älter, weil ich trage meine Sachen schon sehr, sehr lange. Mir ist das Thema Nachhaltigkeit auch wichtig, wichtiger auch, als euch jetzt jedes Mal bei jedem Video ein neues Teil zu zeigen. Denn ich habe auf meinem Kanal fast 1000 Videos und ich habe wirklich nicht 1000 Oberteile. Ihr seht das bei mir, wiederholt sich das auch häufig mal. Und das ist jetzt so ein Teil,
was ihr garantiert auch ganz häufig sehen werdet, weil ich brauchte auch unbedingt was Lilanes. Ich liebe diese Farbe, kann man ja unschwer erkennen. Dieses Kleid, was ich anhabe, das gibt es in zwei Größen. Ich habe es in der kürzeren Variante. Ich werde euch einfach mal einblenden, wie das ausschaut. Was mega cool ist, das hat Taschen, es ist super bequem. Es sieht richtig schön aus, es fällt ganz toll. Es hat diesen schönen Zug hier an den Armen. Es hat auch eine tolle Länge für die Arme, das finde ich auch richtig cool. Es ist ganz geschmeidig auf der Haut, es fühlt sich richtig gut an. Es ist zu 100% aus Viskose und zwar aus Lensing Ecovero. Und dieses Lensing Ecovero ist weltweit die umweltfreundlichste Viskosefaser und wird aus europäischen Hölzern gewonnen. Das Material fällt leicht mit einem seidig glänzenden Look angenehm auf der Haut. Und das kann ich wirklich nur unterschreiben. Die haben natürlich auch andere Muster. Die haben ganz viel mit so Blümchenmuster, was ja ganz viele ganz toll finden. Aber auch viele unifarbene Kleider. Das finde ich persönlich ein bisschen schöner an mir. Ich mag aber nicht ganz so viele Muster, muss ich sagen. Kennt ihr bestimmt auch durch meine Videos, dass ich meistens unifarbene Sachen oder mal einen dezenten Print habe. Aber die haben auf jeden Fall auch diese ganz filigranen kleinen Blümchenmuster, die ja sehr beliebt sind. Also schaut euch gerne auf der Seite um. Da werdet ihr bestimmt was finden. Die gibt es jetzt mittlerweile 15 Jahre Abend Angels. Die kommen aus Köln und die Qualität der Klamotten ist wirklich bombastisch. Ich habe euch schon Jeans gezeigt, ich habe euch schon Shorts gezeigt und die haben auch Unterwäsche, Bodies, die richtig toll sind. Eine super Qualität, fühlt sich alles sehr, sehr schön auf der Haut an. Und das Kleid, das habe ich mich sofort verliebt. Ich habe es ausprobiert und es hat mir auch direkt super gepasst. Man merkt ja, wenn das so mit dem Körper verschmilzt. Und ich bin schwer begeistert. Vor allen Dingen fühlt sich alles mega weich und geschmeidig an. Ich linke euch das unten in die Infobox. Mit dem Code franka-15 könnt ihr jetzt noch 15% sparen. Gilt aber, glaube ich, nur noch bis zum 19.06. Ansonsten haben die, glaube ich, auch dann, wenn ihr das Video später schaut, auch häufig so Newsletter-Rabattaktionen. Könnt ihr dann auch da mal schauen. Werde ich euch unten auch verlinken. Okay, dann machen wir weiter mit meinem Haul. Und zwar habe ich mir eine neue Zahnbürste gekauft. Wollte ich schon die ganze Zeit haben. Ich habe die jetzt gekauft. Die kostet 50 Euro. Ich habe die jetzt auch schon mal aus der Verpackung rausgenommen. Ich habe die aufgeladen. Man soll die 24 Stunden aufladen das erste Mal. Auch wenn die schon vorher voll ist. Also das stand in der Bedienungsanleitung drin. Und heute Morgen sehe ich dann, mein Mann hat die vom Strom genommen, weil das Ding nicht mehr geblinkt hat, sondern geleuchtet hat. Da habe ich schon gedacht, oh nein. Weil der achtet immer ganz besonders drauf, dass wir nicht irgendwie Dinger am Strom hängen haben. Aber hier stand definitiv, man soll es wirklich 24 Stunden laden. Ja, jetzt habe ich das. So schaut die aus. Happy Brush steht drauf. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Wenn ihr Erfahrung damit habt, dann schreibt mir das gerne mal. So kommt das dann in der Umverpackung. 50 Euro ist ja jetzt auch nicht wenig. Deswegen hoffe ich natürlich, dass sie gut ist. Ne? Das sind die Bürste. Wow, das geht voll ab. Okay, da vibriert das hier vorne ganz schön krass. Und dann noch so ein Impuls. Boah, die hat richtig krass Power. Da muss man echt aufpassen. Also ich habe immer Angst, dass ich das Zahnfleisch verletze. Also ich bin sehr gespannt, wie die mir gefallen wird. Meine Mutter ist auf jeden Fall begeistert. Und ich habe mir dann direkt gedacht, ach komm, dann kaufst du dir direkt auch schon mal Ersatzbürsten. 3 Stück kosten 10 Euro. Ich finde, das geht noch. Zusätzlich besteht das aus fast 100% nachwachsenden Rohstoffen. Also wenn die jetzt auch noch gut ist und noch gut für die Umwelt, dann bin ich begeistert, finde ich richtig klasse. Und deswegen in dem Zusammenhang habe ich auch noch zusätzlich die Zahnpasta dazu gekauft mit Aktivkohle für Whitening und mit Zink. Ich stehe auf sowas. Ich würde das jetzt nicht täglich nehmen, aber ich komme mit Aktivkohle sehr gut klar und ich sehe auch immer direkten Effekten. Deswegen habe ich gedacht, ich teste das jetzt einfach mal direkt. Warum nicht? Wenn das von derselben Firma ist, will ich mal das volle Programm erleben und dann mal schauen, ob es mir gefällt. Ich werde euch auf jeden Fall dazu updaten, so in einem Monat, in einem Review-Video oder in 2 Monaten. Dann habe ich mir ein paar Wattepads gekauft, weil ich kaufe immer noch Wattepads. Ich habe zwar wiederverwendbare, aber ich brauche auch mal so welche. Und jetzt habe ich gesehen, die gibt es auch noch in Bio. Maxi-Bio-Wattepads aus 100% Bio-Baumwolle. Fand ich dann auf jeden Fall auch nicht schlecht. Manchmal will man die Sachen auch wegschmeißen. Vor allen Dingen auch, wenn ich mir die Zehen ablackiere. Ganz ehrlich, das mache ich nicht mit einem wiederverwendbaren Wattepad, sondern da nehme ich dann sowas und schmeiße es weg. Ich lackiere mir die eh nicht so oft, aber dafür brauche ich das zum Beispiel. Und deswegen probiere ich die mal aus. So, und apropos Zehen, damit die Zehen schön ausschauen, ein bisschen lackieren, aber die Füße muss man natürlich auch ein bisschen speziell für den Sommer pflegen. Und was ich dazu sehr gerne mache, ist einen Bimmstein benutzen. Den muss man allerdings auch häufig mal austauschen. Und den gibt es auch in Lila, in meiner Lieblingsfarbe. Der kostet nicht viel
Und damit könnt ihr euch wirklich die Füße so ein bisschen glatt rubbeln. Gerade so die Fersen sind bei mir so ein bisschen betroffen. Damit kriegt man die dann wieder richtig schön weich, ne? Und zusätzlich gibt es gerade aktuell auch ganz schön viel für die Fußpflege. Also das war voll mit Produkten. Ich nehme so eine Salbe vom Aldi, die ich ganz gut fand. So eine Hornhaut-Reduziercreme. Die kann ich empfehlen. Die werde ich euch vielleicht demnächst mal zeigen in einem Video. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Von Ombia oder so. Die nutze ich häufig. Da ist Salicylsäure drin und das macht die Füße wirklich so babyzart. Gibt es aber auch von Scholl, auch beim DM. Ist es allerdings ziemlich teuer. Ich glaube, da kostet das so 7 Euro. Und beim Aldi kostet die, meine ich, so 2-3 Euro. Also nur mal so als Tipp, falls ihr sowas braucht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nutze ich auf jeden Fall auch immer so einmal die Woche. So, und dann habe ich gedacht, ich möchte aber auch gerne mal ein Magic Glitzer Fußbad machen für schöne Füße. Von der Marke Be Routine, Entspannungsbad mit magischem Glitzer, weicht die Hornhaut auf und regeneriert für gepflegte Füße mit Avocado und Traubenkernöl. Ich fand, das hörte sich sehr, sehr gut an und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, und da ich Baden auch gerne mag, auch im Sommer, warum nicht, habe ich mir hier noch ein Tag am Meer Pflegebad mit sommerlichem Duft von Dresdner Essenz gekauft. Und hier vorne kann man so ein bisschen dran rubbeln. Das riecht so, also ich rieche da ehrlich gesagt nicht ganz so viel dran. Ich habe das auch im Laden probiert. Ah doch, jetzt kommt's. Es riecht einfach so ein bisschen blütenmäßig, aber jetzt nicht nach so einem Sonnencremeduft. Interessant. Pflegebad mit Kokosöl, mit Palmarosa und Ylang Ylang. Also ich denke mal, wenn man es aufmacht, wird es auf jeden Fall intensiver duften. Bin ich gespannt, werde ich ausprobieren. Nicht nur die Füße sollen schön ausschauen, sondern auch die Beine. Rasiert man sich natürlich im Sommer noch ein bisschen mehr, gerade wenn wir so Kleider tragen. Deswegen habe ich mir wieder meine Lieblingsklingen gekauft von Venus Gillette. Die Comfort Glide Spa Breeze, die liebt mein Mann auch. Die haben so dicke Kissen. Ich mag die total gerne, kaufe die immer wieder nach. Der Rasierer ist auch super schön, leicht in der Hand. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe letztens auch mal diesen Hey Astrid ausprobiert. Ich muss ehrlich sagen, ich komme damit nicht klar. Ich sehe die Werbung überall. Das ist ja auch alles gut und schön, aber was sagen, der ist ziemlich schwer, der Rasierer. Und ich habe immer das Gefühl, dass der mir mit seifigen Händen aus der Hand rutscht. Und deswegen mag ich die von Venus, die Gillette, so gerne, weil das ist ganz leicht. Das ist halt auch ein Plastikgriff, aber es hält ewig. Ihr braucht nur die Klingen nachkaufen. Und auch die halten relativ lange, muss ich sagen. Und ich nutze die schon seit Jahren. Ich schneide mich damit nicht. Ich mag die wesentlich lieber, muss ich ehrlich sagen. Deswegen große Empfehlung. Dann habe ich was für meinen Mann mitgekauft. Das durfte natürlich auch nicht fehlen. Ihr könnt im DM auch Flipflops kaufen. Das finde ich ziemlich gut. Letztens wollten wir nämlich in eine Therme fahren und da hat mein Mann vergessen, Flipflops mitzunehmen. Und der braucht ja Schuhe da, ne? Und dann sind wir schnell in den DM rein und dann hat er sich ein paar gekauft. Und die haben dem so gut gefallen. Also er hat sich keine Blasen gelaufen, damit hat er häufig Probleme. Und dann habe ich gedacht, okay, kaufe ich die ihm nochmal in schwarz. Weil er hatte sie in blau und ihm gefiel eigentlich die Farbe nicht so gut. Und deswegen habe ich die jetzt nochmal in schwarz mitgebracht. Also falls ihr das nicht wisst, die kosten 5 Euro, die halten super lange für den Sommer, ist ein Basic-Teil, ne? Finde ich eigentlich ziemlich cool und dafür finde ich es praktisch, deswegen habe ich es ihm mitgebracht. Und zugleich habe ich ihm auch noch ein schönes Deo mitgebracht, denn der liebt CD Deos. Das ist irgendwie seine Lieblingsmarke für Deos. Er braucht auch keins mit Aluminium, schwitzt auch irgendwie nicht so viel wie ich. Und deswegen habe ich ihm das Happy Day mit ätherischem Mandarinenöl gekauft. Ich denke mal, dass ihm das sehr gut gefallen wird. Oh ja, oh, das riecht voll gut. Oh, das riecht richtig gut. Boah, das würde ich auch so gerne verwenden. Das Problem ist nur, bei mir funktioniert das nicht. Ich schwitze zu viel. Ich brauche ein Deo mit Aluminium, sonst kann ich das vergessen. Ja, aber das ist sehr, sehr lecker. Also da wird er sich freuen, weiß ich jetzt schon. Ich nehme immer eins von Dove mit Aluminium. Gerade dieses Sommerritual, das habe ich noch. Oder auch das Winterritual, was es dann gibt. Mit denen komme ich sehr gut klar. Aber das habe ich jetzt für ihn gekauft. Und falls ihr nicht so viel und stark schwitzt, reicht das auf jeden Fall. So, dann gibt es was Neues von Dove, auch als Dusche. Und dann dachte ich, dass das irgendwie so ein bisschen vom Geruch her passt, habe ich das mitgebracht. Das ist die Care by Nature. 5-mal natürliche Inhaltsstoffe, Mango, Butter und Mandelextrakt. Belebend. Hört sich richtig gut an. Es muss für mich einfach gut riechen. Und zusätzlich ist diese Dusche wohl auch noch Peter-approved und auch noch zu 100% auf Pflanzen basiert. Wow, das riecht voll geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das riecht so gut. Das beamt einen sofort in den Urlaub an so einen wunderschönen Strand. Oh, mit einer Mango in der Hand. Wirklich.
Das riecht unfassbar gut. Ich weiß, mein Mann wird es lieben. Der liebt auch so fruchtige Düfte. Und man nutzt das natürlich zusammen in der Dusche, ne? Und da wird er sich freuen. Die Kombi kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dieses Mango-Duschgel und dann dieses Mandarinen-Deo. Dann riecht ihr so richtig wie so eine Fruchtbombe. Total lecker für den Sommer. So, und dann habe ich noch was Neues entdeckt zum Eincremen für hinterher. Und zwar von Alverde. Eine Körperlotion, zarte Bräune mit Bio-Pfirsich. Und das hört sich für mich total interessant an. Das ist vegan. Ich hoffe, es riecht jetzt richtig gut nach Pfirsich und es soll die Haut so nach und nach bräunen. Das finde ich auch immer total gut, sowas. Und ich werde das jetzt mal live mit euch testen. Ich habe noch nicht daran gerochen. Bin gespannt. Ich hoffe, dass es echt so gut riecht, ne? So schaut das erstmal aus. Oh ja, das riecht echt gut. Wow, okay. Das riecht nicht schlecht. Das riecht nicht so gut wie dieses Duschgel jetzt hier, ne? Also das riecht schon nochmal um Welten besser. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich schmier mir jetzt mal den Rest an die Beine. Wenn das so nach und nach bräunt, dann ist es auch nicht so schlimm. Man kriegt dann eigentlich keine Streifen. Also das ist eigentlich nicht so dramatisch. Aber wow, ja. Also für so ein Produkt riecht es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ganz leicht nach Pfirsich, nicht so extrem. Und es riecht auf keinen Fall nach Selbstbräuner, weil das mag ich nämlich nicht so sehr. Und hier sind auch keine Mineralöle drin, keine Gentechnik oder sonst irgendwas. Das werde ich sehr gerne ausprobieren. Das soll man einmal die Woche auftragen. Dann soll man das gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen. Oh, vielleicht wasche ich mir jetzt doch mal die Hände, bevor das hier gleich zum Malheur gibt. Aber falls ihr das noch nicht gesehen habt und ihr steht auf solchen natürlichen Bräunungen, ne, durch solche Produkte, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Also das war mir jetzt doch ein bisschen zu heiß, dann habe ich mir lieber mal die Hände gewaschen und auch nochmal an den Beinen, das ist ganz gut verteilt. Aber dann machen wir einfach weiter. Und zwar hätte ich mir eigentlich jetzt direkt zum Händewaschen eine neue Handseife nehmen können, denn ich habe auch da eine neue gekauft von Balea. Oh, ist die mir hier ausgelaufen vielleicht, ja? Natural Beauty heißt die, pflegende Handseife mit Bio-Orangenextrakt und Bambusblattextrakt. Hört sich sehr gut an. Die ist vegan, zu 96% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Oh, richtig. Die super gut. Wow, die riecht voll toll, muss ich sagen. Oh ja, die werde ich direkt ins Bad stellen. Fehlt mir jetzt nämlich schon wieder eine. Und ich fand, die sah auch optisch diesmal ziemlich gut aus. Meistens gefällt mir die Verpackung von Balea nicht so sehr, aber das fand ich ziemlich schön. Und hier ist auch ziemlich viel drin. 300 Milliliter. Es ist klimaneutral, zu 100% aus recycelten Materialien. Hört sich auf jeden Fall erstmal gut an. So, und dann habe ich für die Küche auch noch etwas in einem Pumpspender. Und zwar von Priel. Apfelblüte und Aloe Vera, stark und natürlich, auch mit 93% natürlichen Inhaltsstoffen. Ich mag Pril einfach sehr gerne, weil es wirklich sehr fettlöslich ist. Ich hatte letztens etwas von auch so einer natürlichen Marke, das hat irgendwie leider gar nicht so richtig funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich halt von Pril das Natürlichere, das ist ja auch okay. Wow, das riecht auch sehr gut. Also ich habe heute total viel Glück mit den Gerüchen, muss ich sagen. Das riecht auch wirklich ein bisschen nach Apfel. Sehr schön, sieht auch nicht schlecht aus, insofern freue ich mich darüber. So, und dann haben wir noch zwei Produkte. Und zwar für die Füße habe ich mir von Balea das Fuß- und Beinparfum Dreamy Peach besorgt. Soll ich das mal ausprobieren? Schützt wirksam vor Geruchsbildung mit fruchtig frischem Pfirsichduft für einen zarten Glow. Ich probiere es mal gerade aus und ich sage euch dann nur, wie es riecht. Oh ja, das ist eher so ein vanilliger Duft, würde ich sagen. Also ich rieche als allererstes Vanille. Aber ich finde das nicht schlecht, gerade wenn man so in so Sneaker reingeht oder so im Sommer, wenn es doch was wärmer ist. Ich meine, ich trage meistens offene Schuhe, aber manchmal trägt man ja auch Sneaker. Dann finde ich es nicht schlecht, wenn man so ein bisschen schönes riechendes Fußdeo hat oder so, damit das einfach alles fresh bleibt. Aber das riecht tatsächlich sehr, sehr süß. Also ich glaube, das würde ich dafür wahrscheinlich doch nicht verwenden. Es ist auch für die Beine wohl. Vielleicht gibt es irgendwie einen Glitzereffekt auf den Beinen. Ich probiere es mal gerade aus. Ich sprühe mir das mal auf die Hand drauf. Ja, da ist Glitzer drin. Also das ist dann für die Beine als Glitzerspray gedacht wahrscheinlich. Ja, und es riecht. Ja, jetzt hier so ganz nah riecht es schon nach Pfirsich. Ja, doch, ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht so auf die Füße oben drauf, dass sie so ein bisschen glitzern. Aber der Glitzer ist jetzt nicht extrem, aber man sieht es schon. Und man hat wirklich so einen Glow. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Und als letztes Produkt habe ich was zum Ausprobieren. Das fand ich total cool, dass die das haben. Von DM Bio Genussreise, etwas aus Asien. Und zwar eine No-Fish-Sauce, eine vegane Würzsoße. Normalerweise ist diese Fischsoße ja aus Anchovies oder Sardellen und es ist schon sehr intensiv. Allerdings braucht man für manche Gerichte auch wirklich diesen Geschmack, dass es authentisch ist, sage ich mal. Wir waren ja ganz häufig in Asien und ich liebe diesen Geschmack, aber ich wollte gerne eine vegane Alternative.
Alternative, weil das manchmal mir auch etwas zu fischig ist. Und jetzt bin ich gespannt. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe von einer veganen asiatischen Köchin auch gesehen, in Amerika gibt es ganz viele so vegane Fischsoßen-Alternativen, was ich super spannend finde. Hier gibt es das aber noch nicht so. Auch nicht im Asia-Supermarkt, also wo ich ja regelmäßig einkaufen gehe. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt. Das ist auf Basis von Sojabohnen und Meeresalgen und ich glaube, dass man das damit ganz gut imitieren kann. Zumal es wahrscheinlich auch wirklich nicht schlecht ist, im Gegensatz zu fermentierten Fischabfällen. Also wie Fischsoße gemacht wird, ist wirklich nicht gerade besonders toll. Auch die Vorstellung allein fand ich immer ein bisschen befremdlich. Aber vom Taste her war es immer sehr speziell und nicht schlecht für manche Gerichte. Deswegen, ich freue mich, ich werde das einfach mal ausprobieren und dann update ich euch auch gerne, wie mir das gefallen hat. Also ihr Lieben, das war's mit meinem Haul. Ich gucke gerade mal, ob ich alles habe, aber ich glaube ja. Schreibt mir doch bitte unbedingt mal eure Erfahrungen mit den Produkten, wenn ihr die schon ausprobiert habt. Und schreibt mir auch gerne, was ich Neues testen soll. Ich bin immer offen für eure Kommentare und für eure Vorschläge. Freue mich immer sehr über einen lieben Kommentar. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, auch noch einfach den Hashtag Mystery mit dazu machen. Und dann wandert ihr direkt in den Lostopf. Ich drücke euch die Däumchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich auch den Kanal abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Hier gibt es zwei meiner letzten Videos, hier könnt ihr mich abonnieren und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.